Guten Abend. In jeder Weihnachtszeit erinnern wir uns daran, dass Gott in jener heiligen Nacht Errettung hat dargebracht. Ja, Herr, dafür danken wir dir. Wir singen das erste Lied, es nennt sich 1000 Kerzen. Vor langer Zeit in Bethlehem erschien ein großes Licht, ein Wunder Gottes sonnenhell, die dunkle Nacht durchbricht, und Engel künden Gottes Tat den Hirten auf dem Feld. Gott hält, was er verheißen hat, rettet diese Welt. 1000 Kerzen brennen schweigend in der Nacht. Herzen singen über Gottes Wunderland. Und ein Danklied hör ich klingen, 1000 Stimmen hör ich singen. Geht, ruft es von den Bergen über die Hügel und weit hinaus. Geht, ruft es von den Bergen, der Herr Jesus Christus ist geboren. Dieses Lied singen wir jetzt in Englisch. Over the hills and everywhere, go tell it on the mountain.
blessed Christmas morn. Die nächsten zwei Weihnachtslieder sind eher zwei traditionellere Lieder. Immer wieder schön, sie zu singen. Wir sind auch sehr dankbar für dieses Orchester, das uns heute und in den kommenden zwei Liedern begleiten wird. Das erste heißt Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht,
kommende Lied nennt sich Heilige Nacht.
nächste Lied, was wir singen wollen, das ist auch schon unser letztes. Es ist nicht direkt ein Weihnachtslied. Man könnte sogar eher meinen, es wäre ein Passionslied. Die Heilsgeschichte beginnt mit der Geburt Jesu. Aber sie kommt zum Höhepunkt oder sie kommt zum Wendepunkt der Menschheitsgeschichte mit der Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Der Beginn dieser Geschichte ist bedeutend für die Welt. Doch nur das Ende rettet dich und es rettet mich. Es geht um das Kreuz. Es geht nicht um die Krippe, in der Jesus lag. Es geht auch nicht um die Engel, die sangen in der Nacht. Es geht auch nicht um die Hirten und den hell leuchtenden Stern. Es geht nicht um die Weisen, die kamen aus der Fern. Es geht um das Kreuz und um meine Schuld. Ja, es geht um Jesus, der von Himmel kam und uns neues Leben gab. Es geht um den Tag, als er auferstand, damit du und ich das ewige Leben sehen. Es geht um das Kreuz. Es geht um das.